Die Hells Angels machen sich nicht leicht Freunde und sie haben sich sicherlich einige furchterregende Feinde gemacht. Aber du brauchst keine Angst haben, bei deinem täglichen Spaziergang auf diese Rivalen zu stoßen. Die meisten sitzen im Hochsicherheitstrakt oder halten sich bedeckt und überlassen es den Angels, die Straßen zu beherrschen. Doch die Straßen flüstern Geschichten über diese bedrohlichen Feinde und ihre legendären Zusammenstöße mit den Engeln. Die wahre Geschichte hinter den Hells Angels. Im Jahr 1948 beschloss eine Gruppe von Bikern, in einem kalifornischen Ort namens Fontana einen Club zu gründen. Es war jedoch nicht irgendein Club, sondern der Hells Angels Motorcycle Club. Dieser Name kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, oder? Das liegt daran, dass die Hells Angels nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt eine große Sache geworden sind. Die Hells Angels sind keine gewöhnlichen Biker-Liebhaber. Sie haben sich einen ziemlichen Namen gemacht und das nicht immer auf eine gute Art. Die Polizei kennt sie überall und zwar nicht, weil sie kleinen alten Damen über die Straße helfen. Auch wenn man in Orten wie Thunder Bay vielleicht keinen Hells Angel sieht, ist ihr Schatten lang. Die Leute reden, Geschichten verbreiten sich und ihr Ruf sorgt dafür, dass sie auch dann wahrgenommen werden, wenn man sie nicht sieht. Die Bundespolizei, die hinter den großen Fischen her ist, bezeichnet die Hells Angels als eine gesetzlose Motorradgang. Sie haben auch auf andere Bikergangs eine Ausstrahlungswirkung. Die Art und Weise, wie sie sich aufführen, wie sie die Dinge mit einer Mischung aus Angst und Respekt im Griff haben, ist zu einer Blaupause für andere geworden. Aber einige Gangs scheinen aus der Reihe zu tanzen und den Hells Angels einen höllischen Kampf zu liefern. Die Straßenrivalität. In einer Ecke der Niederlande startete 1990 eine Gruppe von 9 Freunden, die meisten von ihnen mit lokischen Wurzeln mit ihren Bikes eine große Sache. Sie nannten ihren Club Satudara, was auf Indonesisch-Malayisch ein Blut bedeutet. Ihr Emblem, ein stolzer molukischer Krieger, sagte viel über ihre Identität und Einigkeit aus. Der Verein wuchs, überschritt die Grenzen und machte sich weithin einen Namen. Doch im Jahr 2018 ließ die niederländische Regierung den Hammer fallen und verbot Satudara. Der Grund? Sie waren in ziemlich üble Geschäfte verwickelt, wie Drogenhandel, Geldmacherei und Gewaltverbrechen. Diese Jungs waren nicht die einzigen in diesem Viertel. Die Hells Angels, die berüchtigten Könige der Biker-Szene, hatten schon seit langem das Sagen. Der Aufstieg von Satudara gefiel ihnen gar nicht. Der neue Club in der Szene bedeutete Konkurrenz und in der Welt der Outlaw-Biker bedeutete das Ärger. Der Ärger begann in den frühen 90er Jahren zu brodeln. Satudara wollte ein Stück vom Kuchen abhaben, einen Teil der Motorradwelt, den die Hells Angels als ihren eigenen betrachteten. Es entbrannte ein langwieriger Revierkampf, der nicht nur mit harten Worten beigelegt werden sollte. Mitte der 90er Jahre wurden die Dinge hitzig. Verbündete von Satudara, die Bandidos, schlugen ein paar Hells Angels in Dänemark zusammen. Diese Schlägerei weitete sich zu einem ausgewachsenen Bikerkrieg aus, der 3 Jahre lang wütete und in dem Kugeln und Bomben zwischen den Hells Angels und ihren Feinden, zu denen nun auch dieser Satudara gehörte, flogen. Das war noch nicht alles. Im Laufe der Jahre kochte die Fehde immer weiter. In Amsterdam fiel ein Satudara-Mann der Kugel eines Hells Angels zum Opfer und löste damit eine hässliche Schlägerei aus, die die Stadt in Aufruhr versetzte. Dann kam es in Ichmuiden zu einer tödlichen Messerstecherei, bei der das Opfer eines Hells Angels war, was zu einer großen Polizeirazzia führte. Das böse Blut schwappte über die Grenze nach Deutschland. Duisburg und Kiel wurden zu Brennpunkten, an denen Schüsse den Frieden erschütterten und Mitglieder verwundet und getötet wurden. Zurück in den Niederlanden wurde die Stadt Enschede zu einem Schlachtfeld für Drogengeschäfte, was zu weiteren Schießereien führte. Überraschend kamen jedoch Gerüchte über einen Waffenstillstand in Umlauf. Im Jahr 2019 hieß es, die Hells Angels, Satudara und sogar die Bandidos hätten beschlossen, dass es genug sei. Aber wer kann schon sagen, ob der Frieden in einer Welt, in der das Vertrauen dünn ist und Ehre durch Gewalt gestützt wird, von Dauer sein wird? Biker-Blutlinien. In den sonnenverbrannten Straßen von Montebello, Kalifornien, wurde 1969 eine neue Art von Familie geboren, der Mongols Motorcycle Club. Es handelte sich um eine Gruppe hispanischer Veteranen, die von den Hells Angels abgewiesen worden waren und ihre eigene Bruderschaft auf dem Rücken von Motorrädern gegründet hatten. Diese Jungs hatten einen guten Ruf. Sie waren die Geächteten der Motorradwelt, die in der Art von Ärger verwickelt waren, die einen auf die falsche Seite des Gesetzes bringt. Dann kam der Funke, der einen Flächenbrand auslöste. Die Mongols klebten einen California-Aufhänger auf ihre Jacke und behaupteten damit frech, dass ihnen der Golden State gehörte. Für die Hells Angels, die Platzhirsche der kalifornischen Biker-Szene, war das ein Schlag ins Gesicht. Auch sie trugen den Namen des Staates und sie wollten ihn nicht teilen. Was folgte, war ein Kampf um die Straßen, den Markt und den Code of the Road. Die Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Clubs waren keine gewöhnlichen Kneipschlägereien. Es waren regelrechte Schlachten. Nehmen wir San Diego im Jahr 77. Eine Tauschbörse verwandelte sich in ein Kriegsgebiet, in dem 100 Mongols und 50 Hells Angels mit allen Waffen aufeinander losgingen, die sie schwingen konnten. Als sich der Rauch verzogen hatte, erlagen 2 Männer ihren grausamen Schicksal und ein paar andere leckten ihre Wunden. Schwulen wir vor uns ja 1982 in einen kleinen Ort namens Lennox. Hier beschlossen die Hells Angels laut und deutlich eine Botschaft zu senden. Sie überfielen die Mongols in einer Pizzeria und als die Schießerei aufhörte, waren 5 Männer für immer verschwunden. Die Gerichte verhängten lebenslange Haftstrafen, aber damit war das böse Blut noch nicht ausgestanden. Dann war da noch Laughlin, Nevada im Jahr 2002. Während einer großen Biker-Rally verwandelten sich das Casino von Harras in ein Schlachtfeld. 60 Männer, Mongols und Angels, schlugen mit Fäusten, Messern und Pistolen aufeinander ein. 3 von ihnen kamen nicht
Licht wieder heraus und ein Dutzend weitere konnten von Glück sagen, dass sie es überlebt hatten. 6 Jahre später ging das FBI mit der Operation Black Rain aufs Ganze. Sie drangen in die Welt der Mongols ein, kamen mit Handschellen und Anklagen für 79 Männer heraus und versuchten, ihnen ihr Symbol zu entreißen. Das Abzeichen, das sie mit Stolz trugen. Die Mongolen ließen sich das nicht gefallen. Sie kämpften vor Gericht mit Händen und Füßen und behielten ihr Abzeichen auf dem Rücken. Die Straßen von Sturgis, die normalerweise vom Klang der Motorräder erfüllt sind, hallten 2011 von Schüssen wieder. Ein Mongol und ein Hells Angel, jeder mit einem Finger am Abzug, kümmerten sich nicht darum, wer sonst noch in der Nähe war. Beide Biker und eine unschuldige Person wurden getroffen. Es sprach sich wie ein Lauffeuer herum, dass sich die Sache zu etwas ausweiten könnte, das niemand kontrollieren kann. In Australien, weit weg von Kaliforniens Revier, wurde 2013 ein Waffenstillstand geflüstert. Aber der Weg ist lang und voller Kurven. Und nun wollen wir über den gefährlichsten Feind der Hells Angels sprechen, die Rasenkriege. Im Jahr 1959, als der Rock'n'Roll immer lauter wurde, entstand in Maryland eine neue Bruderschaft. Der Pagans Motorcycle Club wurden die Pagans schnell als die bösen Buben der Motorradwelt bekannt und gerieten mehr als einmal in Konflikt mit dem Gesetz. Aber erst in den 1970er Jahren ging es richtig los. Die Heiden, die mehr Platz zum Reiten brauchten, begannen an die Ostküste zu drängen. New Jersey, Pennsylvania und New York wurden ihr Revier. Doch die Hells Angels, die berüchtigten Herren des Bikerreichs, waren den Neuankömmlingen nicht wohlgesonnen. Für sie betraten die Pagans heiligen Boden. Bei dieser Rivalität ging es nicht nur darum, wer auf welcher Straße fuhr. Es ging um Stolz, Respekt und die unausgesprochenen Regeln der Straße. Die Zusammenstöße, die ausbrachen, waren nichts weniger als brutal. Eines dunklen Tages in Newark 1979 verwandelte sich eine Motorradmesse in ein Schlachtfeld. Eine Meinungsverschiedenheit über den Platz eines Verkäufers eskalierte und plötzlich waren 300 Biker aus beiden Clubs in einem Kampf verwickelt. Die Schlägerei forderte 7 Menschenleben und viele Verletzte. Es handelte sich nicht nur um eine Schlägerei, sondern um eine Erklärung. Eine Kriegserklärung. Dann war da noch das Long Island Diner im Jahr 82, wo ein kalkulierter Überfall der Hells Angels 5 Heiden das Leben kostete. Es war eine kaltblütige Tat, die die Angels lebenslang hinter Gitter brachte. Aber selbst diese Stahlgitter konnten die Fäden nicht eindämmen. Die Rivalität wütete weiter und griff 2002 auf die Casinos von Laughlin, Nevada über. Ein Treffen während einer Motorradrallye endete in einem tödlichen Aufstand, bei dem die Biker in einer Szene aufeinander losgingen, die so gewalttätig war, dass sie von der Kamera für die ganze Welt festgehalten wurde. 3 Menschen kamen dabei ums Leben und der Ruf nach Gerechtigkeit wurde laut. Spulen wir ins Jahr 2020 vor, in die Straßen von Cape Cod. Mehr als 100 Männer von beiden Seiten stritten sich heftig um Revierrechte. Der Kampf war brutal, mit Messern und stumpfen Gegenständen. Das Echo der Schlägerei schlug landesweit Alarm und deutete auf einen Krieg hin, der jeden Moment ausbrechen konnte. Die Narben dieser Kämpfe prägen das Fleisch und die Seelen der Heiden und der Hells Angels. Sie sind eine ständige Erinnerung an die Kluft, die so tief ist, wie die Motoren laut sind. Doch trotz dieser anhaltenden Feindschaft gab es immer wieder flüchtige Momente, in denen ein Waffenstillstand möglich schien, wie der geflüsterte Waffenstillstand in Australien im Jahr 2013. Die Zukunft ist ungewiss, aber eines ist klar. Die Rivalität zwischen den Pagans und den Hells Angels ist eine Geschichte, die kein Ende nehmen wird. Was glaubt ihr, was die Zukunft für die Hells Angels bereithält? Werden diese Feinde sie zu Fall bringen? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.